Liebe Freundinnen und Freunde, die Dauerbelastung durch die Corona-Pandemie hat auf uns alle tiefgreifende Auswirkungen. Kaum ein Bereich ist von den Schließungen so betroffen wie unser kulturelles Leben. Das sehe ich als Kulturministerin jeden Tag. Kunst und Kultur sind kein Sahnehäubchen in guten Zeiten, sondern essentieller Bestandteil unserer Gesellschaft. Friedrichsdorf beweist seit vielen Jahren, dass grüne Politik nicht nur im Umwelt- und Wirtschaftsbereich erfolgreich sein kann, sondern auch kulturell sehr innovativ und lebendig ist. Dazu hat Lars Keitel einen enormen Teil beigetragen. Als Vorstand der Sommerakademie der Kulturstiftung, als Vorsitzender des Regionalausschusses Jugend musiziert von Hoftaunus-Wetterau, als Gründer und Leiter des Jugendsinfonieorchesters Hoftaunus. Lars, herzlichen Dank für dieses Engagement. Neben der Corona-Krise sind ökologischer Aufbruch, soziale Erneuerung, gesellschaftlicher Zusammenhalt die Aufgaben dieses Jahrzehnts. In den nächsten Jahren entscheidet sich, ob wir die Klimaerhitzung stoppen und die biologische Vielfalt retten können. In diesem Jahrzehnt wird sich zeigen, ob wir das soziale Versprechen erfüllen können, dass tatsächlich alle die gleichen Chancen haben. Jede Zeit hat ihre Herausforderungen. Jede Zeit hat ihre Farbe. Daher arbeiten wir Grünen in Hessen für ein Jahrzehnt des ökologischen und sozialen Aufbruchs. Die Weichen sind in die richtige Richtung gestellt. Grün wirkt. Und jede Zeit braucht Menschen, die diesen Herausforderungen stellen. Lars Keitel ist einer davon. Ein grüner Bürgermeister, Lars Keitel, bringt für Friedrichsdorf viel Erfahrung, Kompetenz und strategisches Vermögen mit. Ich wünsche ihm für seine Kandidatur das Allerbeste. Und natürlich wünsche ich euch auch euch Grünen in Friedrichsdorf, dass ihr gemeinsam mit Lars Keitel stärkste Kraft werdet, damit niemand an euch vorbeikommt.